Sei gegrüßt und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder komplett spontan. Aber ich bin gerade bei so wunderschönen Sauerklee vorbeigegangen, dass ich eben gerne ein bisschen über den Sauerklee sprechen möchte. Denn es ist genauso wie das Gänseblümchen oder wie die Veilchen eine wunderbare Pflanze, ein wunderbares Kraut, um Kindern Wildkräuter schmackhaft zu machen, um sie in die Welt der Wildkräuter auch ein bisschen reinzuleiten, damit sie ja einfach damit in Berührung kommen. Warum? Es ist wieder ein Wildkraut, das sehr, sehr lecker schmeckt. Im Vergleich jetzt vielleicht zu einem Löwenzahn, der anfangs für die Kinder viel zu bitter ist. Und auch etwas, was man wunderbar leicht erkennt. Also schauen wir uns mal wieder an, wie erkennt man das Ganze. Also wir haben einmal unten die Blätter. Das ist meistens so hellgrün. Drei Blätter in Herzchenform. Das ist der Wald- und Wiesenklee. Und oben haben wir dann die Blüte. Das ist das, was so lecker schmeckt. Natürlich schmecken die Blätter auch lecker. Aber erst wenn die Blüte dann nicht mehr da ist, dann ist auch der Geschmack intensiver wieder in den Blättern drinnen. Und die Blüte erkennt man sehr, sehr leicht, denn sie hat A, innen diese gelben Pollen drinnen und die Blätter sind immer lila gestreift. Von der Mitte aus weg bis zur Spitze. Und damit erkennt man das sehr, sehr gut. Also es gibt auch ähnliche Blumen, aber einfach immer nur schauen, sind diese lilanen Striche da und ist es unten mit einem Klee verbunden. Und diese leckeren Blümchen kann man wunderbar essen. Und die haben einen leicht säuerlichen, leckeren Geschmack. Also in meiner Kindheit waren das eigentlich auch die Süßigkeiten, die ich gehabt habe. Ich habe mich jeden Frühling gefreut über den Sauerklee und habe den in rauen Mengen gegessen. Und dann habe ich auch irgendwann mal eine ganze Salatschüssel nur voll damit gemacht und damit ich nicht immer nur ein Blümchen nach den anderen esse, habe ich mal eine ganze Salatschüssel gepflückt und habe dann wirklich so eine ganze Faust immer auf einmal gegessen, um diesen sauren Geschmack noch einmal zu verstärken in meinem Mund. Und das heißt ja auch, viele sagen, dass es Durchfall erzeugen könnte, wenn man es in zu großen Mengen konsumiert. Also ich sage, nachdem ich eine Salatschüssel davon konsumiert habe und bei mir nichts passiert ist, ich weiß nicht, welche Mengen man dann konsumieren sollte, damit das passiert, aber ja, ich habe es noch nicht geschafft. Wenn es jemand von euch geschafft hat, könnt ihr es mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist das einfach auch eine Pflanze, wo man mit Kindern anfangen kann, in die Welt der Wildkräuter hineinzugehen. Und wenn man dann die ersten Blumen gegessen hat, denn Blumen sind für Kinder oft deutlich attraktiver, dann kann man auch zum nächsten gehen, dann kann man mal eine Schafgarbe mit dem Kind probieren, ihm genau zeigen, wie das ausschaut, dann kann man mal einen Giersch probieren. Einen Löwenzahn muss man ja nicht gleich am Anfang, denn der ist doch sehr, sehr bitter für die meisten. Und so kann man Kinder Stück für Stück an die Welt der Wildkräuter oder sich gemeinsam mit ihnen herantasten und diese Welt für sich entdecken. Das war es auch schon wieder, kurz und knackig. Ich wünsche euch viel Spaß im Wald. Lasst euch diese Blüten, diese Blumen schmecken, wenn ihr im Wald seid und die seht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Natur, genießt die Vögel, das Vogelgezwitscher, den Gesang. Man hört ihn auch bei mir jetzt stark im Hintergrund. Es ist einfach eine herrliche Zeit, um in die Natur zu gehen. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Bis bald. Tschüss und Baba, euer Elias.